Danke, danke, danke für eure Geduld mit mir. Es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es ist heute einfach in meinen Sinn gekommen. The Sound of Music. Die Musik des Himmels, die heutige Lektion. Wie geht es euch dabei, die Stimme Gottes zu hören? Wie geht es euch dabei? Also wenn ich deine Stimme höre, höre ich sie deutlich. Wie geht es euch dabei? Sehr wohl. Das Natürliche einzuladen, dem Geist. Es ist ganz was Natürliches. Es ist unnatürlich, zwei Stimmen zu hören. Diese Stimme der Verwirrung, das ist, was das Ego ist, das hält mich immer in ständiger Verwirrung. In der ständigen Idee von Kleinheit. In der ständigen Idee, dass es mir irgendetwas mangelt. Ich bin so froh, dass ich mit euch da sein kann. Ja, ich kann es nicht mit Worten ausdrücken, die Dankbarkeit, die ich einfach empfinde, wenn ich dich sehe, dann macht mich das einfach wahnsinnig glücklich. Und dann wird es einfach einfacher, diese Stimme Gottes zu hören. Weil wo zwei oder drei zusammenkommen, um diese Stimme zu hören, da wird sie immer, immer stärker in uns. Und dann laden wir hier unsere Batterien auf, sozusagen. Wir hören die Stimme Gottes. Wir sind freudig und dann können wir uns erinnern. Und dann können wir jede Aktivität machen, die wir machen müssen. Und trotzdem immer an dieser Stimme Gottes hören und immer an dieser Stimme bleiben. Ist es nicht unglaublich, dass wir wirklich uns in jedem Moment entscheiden können zwischen den unseren Gedanken, den lauten Geräuschen in unserem Geist, diesen Urteilen, dieser verzweifelten Stimme des Egos, die da um ihr Überleben kämpft? Oder wir können immer in diesen ruhigen, in diesen entspannten, in diesen gewissen Geist gehen. Das ist dann ganz was Herrliches. Das ist dann ganz was anderes, wenn ich nicht so reagieren muss. Wenn ich wirklich ganz bei mir bleiben kann. Ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt, da habe ich mir gedacht, wow, es ist wirklich unglaublich. Ich habe da jemanden angerufen und der, irgendwo war der aufgebracht in den Aufruhr und hat da für meine Begriffe in das Telefon hineingeschrien. Wäre mir das wahrscheinlich vor 10 Jahren passiert, dann hätte ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Hätte geglaubt, jetzt werde ich gekreuzigt. Kennst du das? Von dem haben wir, glaube ich, der Peter hat heute es gelehrt, sich verfolgt zu fühlen. Hätte ich geglaubt, er verfolgt mich. Weißt du, was das Schöne ist, wenn du dann erkennst, es ist nichts persönlich. Es ist nicht persönlich. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Es hat nichts mit mir zu tun. Wie wäre mein Leben, habe ich mir manchmal gedacht, verlaufen, wenn ich den Kurs noch früher kennengelernt hatte und ich aufgehört hätte, Dinge persönlich zu nehmen. Mich persönlich angegriffen zu fühlen und dann mich zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Kennst du das? Weißt du, von was ich spreche? Dinge persönlich zu nehmen? Da habe ich gesehen, wow, das funktioniert wirklich. Der hat das ausgesprochen, was er aussprochen hat müssen und in der Lautstärke, die er verwendet hat. Und das war vollkommen okay für mich. Aber ich bin in meiner Gewissheit, in meinem ruhigen Geist geblieben. Und so einen ruhigen Geist zu haben, ist keine kleine Gabe. Also zumindest nicht für mich. Früher wäre ich genauso, hätte mich da persönlich das genommen, angegriffen gefühlt. Und dann irgendwas Blödes zurückgesagt. Kennst du das? Wenn da sagst du irgendwas und dann denkst du, könnte ich das wieder nur zurücknehmen? Hätte ich das nur nicht gesagt? Hätte ich doch das nicht gesagt? Und wie oft ist uns das passiert vielleicht im Leben, wo wir einfach gesagt haben, hätte ich doch das nicht gesagt? Warum habe ich überhaupt meinen Mund aufgemacht?
Kennst du dieses Comic Grisou, der Feuerwehrmann? Das habe ich als Kind oft angeschaut, nicht? Der war Grisou, der war ein Drache und der wollte unbedingt Feuerwehrmann werden. Und dann immer, wenn ein Brand war, ist er dorthin. Da hat gedacht, wenn ich doch Feuerwehrmann wäre, dann könnte ich ihn löschen. Aber dann hat ihm sein innerer Instinkt überkommen und dann hat er dann wieder Feuer gespuckt als Drache und hat die ganze Situation schlimmer gemacht. Und ich habe mich so gut mit dem identifizieren immer können. Und jetzt weiß ich warum. Weil wie oft habe ich dann, kennst du das, diesen Ausdruck, kennt man ja, Öl ins Feuer gegossen. Anstatt Frieden gebracht in die Situation, Öl ins Feuer gegossen, weil ich mich persönlich betroffen und angegriffen gefühlt habe. Und dann habe ich den Mund aufgemacht und irgendwas aus meiner Erregtheit, aus meiner inneren Erregtheit was gesagt. Und später wieder, warum hast du überhaupt einen Mund? Wärst du nur weggegangen und still gewesen? Jetzt kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Jetzt ist es draußen. Das ist das Einzige, was du sagen kannst. Du kannst, und das habe ich auch gelernt in meinem Erwachensprozess, auch durch das 12-Schritte-Programm, zu jemandem zu gehen und zu sagen, du, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich war nicht in meinen fünf Sinnen. Ich war aufgebracht und habe was gesagt, was ich nicht so gemeint habe. Aber wie viele Türen in meinem Leben habe ich mir dazu gemacht? Wie viele Beziehungen habe ich dadurch verschlechtert oder verdramatisiert oder wie man sagen soll, weil ich immer meinen Mund aufgemacht habe, aus einer inneren Erregtheit, weil ich mich persönlich betroffen gefühlt habe. Und wenn wir das erkennen, dass es nicht persönlich ist, so wie ich in dem Telefongespräch, ist nicht persönlich, er hat sich nur ausgedrückt. Er hat für einen Moment sich angegriffen gefühlt und hat den Luft gemacht. Und das ist ja okay, dazu hat er ja das Recht. Das ist ja sein Recht, aber ich kann in diesem stillen, ruhigen Geist verweilen. Ich habe aber gesagt, Gott sei Dank habe ich das, Gott sei Dank hat mich der Heilige Geist erinnert in dem Moment. Gott sei Dank gibt es wirklich, funktioniert dieses Geistestraining wirklich. Ist nicht nur eine Theorie und ich bin ruhig geblieben, bin in meiner Mitte geblieben, habe mich bedankt bei ihm für das, was er ausgesprochen hat. Und dann hat sich das alles vollkommen entspannt. Und dann hat er gesagt, es tut ihm auch leid, dass er da für einen Moment so aufgebraucht ist. Das hat sich alles entspannt. Und das ist, was das Wunder ist. Es hat dann ein Ausdruck von Liebe stattgefunden. Und der Ausdruck von Liebe nennt man Wunder. Wenn man kein Öl mehr ins Feuer gießt, sondern wirklich, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich dort Frieden bringe, wo für einen Moment eine Situation ausschaut, als wenn ein Zwist wäre, als wenn eine unterschiedliche Auffassung wäre. Lass mich in dem Moment erinnern, dass Gottes Stimme zu mir spricht. Und wenn Gottes Stimme zu mir spricht, erkenne ich, dass ich nicht angegriffen werde, dass es nicht persönlich ist. Dass ich in dieser Ruhe verharren kann. Und stell dir vor, wie Jesus in seiner Ruhe verharrt ist. Also der hat sich über nichts beschwert. Der hat nicht gesagt, du, diese Nägel, die ihr heute verwenden wollt, um mich zu kreuzigen, die sind da sauschlechte Qualität. Die sind rostig, diese Nägel. Habt keine besseren, um den Erlöser der Welt zu kreuzigen? Er hat sich nicht beschwert. Er hat sich auch nicht beschwert über das Wetter. Es war ja damals so heiß. Er hat nicht gesagt, ja, können Sie bitte warten auf einen Regentag, heute in der Sonne mich da kreuzigen. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja mir zu heiß. Bitte lasst im Wetterbericht, habe ich gehört, Jesus war ja sehr, sehr verbunden mit den ganzen sozialen Netzwerken. Da habe ich gelesen, in 2 Tagen wird das Wetter dann schlechter und regnet es und dann können Sie mich kreuzigen. Er hat einfach gewusst, weißt du was, es ist nicht persönlich. Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie greifen sich nur selber an. Den sie kreuzigen, das bin nicht ich, sie kreuzigen sich selber im Geist. Und wenn man das erkennt, dann kann man in dieser Ruhe bleiben. Mein Bruder hat für einen Moment vergessen, das darf er auch.
Und er kreuzigt sich für einen Moment, aber ich erinnere ihn, dass es eine Alternative gibt, weil ich bleibe im ruhigen Geist. Ich erinnere ihn an die Auferstehung. Das ist das Ganze, das Ganze, was uns Jesus gelehrt hat, von der Kreuzigung zur Auferstehung, die Reise. Von mich angegriffen zu fühlen, mich verfolgt zu fühlen, es persönlich zu nehmen, in der Gewissheit stehen zu bleiben, ich kann nicht angegriffen werden, Gott ist mit mir, ich höre seine Stimme und alles ist schon okay. Ich kann mich entspannen. Die Wunder entspannen uns. Ein wundergesinnter Geist ist ein entspannter Geist. Ich sehe den Geist von Mina, ihr Geist ist entspannt. Stimmt's? Die sitzt da locker auf der Couch, die trinkt einen Almdudler. Gibt es auch in Deutschland den Almdudler? Bei einer gewissen Gesellschaft, die nennen wir nicht gewissen, und die essen, uns ist eine Mozartkugel. Ich habe halt großes Glück gehabt, habe eine Mozartkugel wieder bekommen. Gott ist gut zu mir. Es hat sich doch rentiert, auf die Stimme Gottes zu hören. Es war doch okay. Es war gut so. Ich finde es einfach fantastisch, dass ich anstatt von Kreuzigung Auferstehung lehren kann. Und das ist, wenn Jesus meint, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und ich lehre Liebe, wenn ich es nicht persönlich nehme. Wenn ich mich nicht angegriffen fühle, deshalb nicht verteidigen muss, auch nicht eben mit der Zahn um Zahn, Auge um Auge zurückschlagen muss. 90% der Welt ist noch im Auge um Auge, Zahn um Zahn Modus. Deshalb gibt es so viele Zahnärzte in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, auch in Mexiko, wo ich gelebt habe, in den USA gibt es viele, weil immer noch Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wir brauchen das nicht mehr. Wir lernen nicht mehr das Alte Testament. Jesus ist gekommen, um uns die Auferstehung zu lehren. Jesus ist gekommen, um uns diese Gewissheit in unseren Geist zu geben, dass wir nicht angegriffen werden können, in keiner Situation verfolgt werden, sondern dass in uns die Kraft ist und die Macht der Stimme Gottes, jede Situation zu überwinden und in geistiger Freiheit zu leben. Und was ist geistige Freiheit? Ich brauche nicht zu reagieren. Ich brauche es nicht persönlich zu nehmen. Ich werde nicht gekreuzigt, ich werde nicht verfolgt. Diese Situation hat nur einen einzigen Zweck, mir die Möglichkeit zu geben, Auferstehung zu lehren. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und so haben wir 1000 Möglichkeiten, jeden Tag uns die Auferstehung zu erinnern und zu lehren. Nur Liebe zu lehren, weil du nur Liebe bist. Und Liebe fühlt sich nie angegriffen. Liebe ist stark. Liebe ist nicht schwach. Liebe ist zu sehen, ich bin jenseits des Schlachtfeldes hier. Ich brauche hier nicht hineingehen in das Schlachtfeld. Ich weiß, wer ich bin. Ich kann mich erinnern, dass es nie persönlich ist. Dass es ganz eine andere Bedeutung hat und die Bedeutung ist die, dass mir es eine Möglichkeit bietet, alles als nur das zu erkennen, einen Ausdruck nach Liebe oder einen Ruf nach Liebe. Wenn jemand wie der am Telefon für einen Moment seine Fassung verloren hat und da lauter geworden ist, es war nur ein Ruf nach Liebe. Wie könnte ich ihm nicht nur Liebe anbieten? Also ich war tiefst berührt, mir sind wirklich die Tränen gekommen, wie aus einem solchen scheinbaren Konflikt sich ein Wunder entsteht und letztendlich ein Ausdruck von Liebe stattfindet. Es ist wirklich nicht nur auf Papier geschrieben und es ist ein Buch, was wir lesen, sondern es ist wirklich die lebende Erfahrung, wenn wir uns das erlauben. Ich bin so dankbar, dass ich das erinnern darf, gemeinsam mit dir.
Und ich weiß, dass du mir viele, viele Zeugnisse von deinen Wundern teilen könntest, welche Wunder du erlebst, erlebt hast oder genau in dem Moment erlebst. Du bist der Wunder, dass du heute an einem Freitag da sitzt, wo es doch so viele andere Möglichkeiten, so viele andere Aktivitäten gibt und das erinnerst, ist ein Wunder. Ich hätte mir das nie vorstellen können in meinem Leben, einmal an einem Freitag vor einem Computer zu sitzen, Zoom mit diesen schönen Bildchen, mit meinen geliebten Brüdern, um mich an die Wahrheit zu erinnern. Ich habe mir immer gedacht, es muss doch Fahrt sein. Also Freitag sind dazu da, um auszugehen, um fortzugehen, um auf Partys zu gehen. Aber die wichtige Party findet hier statt. Die Auferstehungsfeier, das ist die richtige Party. Wenn ich dich lächeln sehe, wenn du lächelst und freudig bist, dann findet die richtige Party statt, die Auferstehungsfeier. Die Nägel sind inzwischen verrostet. Das Holz wurde verheizt. Aber du bist wirklich. Danke dafür. Unendlicher Dank, dass wir hier die Auferstehung feiern können. Genau hier und jetzt. Erinnern wir uns einfach, was ist Auferstehung? Das einzige Verlangen nach dem Vater, das einzige Verlangen nach der Liebe, die völlige Gewissheit, dass wir nicht hier verfolgt werden, dass es keine Kräfte und Mächte da draußen gibt, die uns feindlich gesinnt sind, sondern dass das ganze Universum alles nur dazu dient, uns zu erinnern und uns hilft, nach Hause zu gehen. Was ist nach Hause gehen? Zu erinnern, dass meine Wahrnehmung dieser Situation, so wie am Telefon, für einen Moment nicht zu meiner ersten Reaktion führt, sondern dass ich sagen kann, wait a moment, warte einen Moment, Hubert, in deinem Geist. Geh in die Stille, geh in diese ewige Ruhe in deinem Geist. Und aus dieser Position kannst du einfach nur segnen und Liebe lehren. Und du empfängst nur Liebe. Und so können wir jeden hier segnen. Weil Segen ist Liebe lehren. Wie wäre unser Tag, wenn wir einfach nur jeden segnen? Dann sind wir in einem auferstandenen Geist. In einem Geist, der sich gelöst hat von der Idee von Opfer. Und von Angriff und von Angst. Ich habe keine Ahnung, von was ich spreche. Aber es wird mir einfach so gegeben. Ja, das ist so wahr. Und man vergisst so oft. Du sagst mir gerade selber, Mensch, du hast so recht. Und es ist so wahr. Es ist so wahr und es ist so einfach. So einfach. Es ist einfach. Aber man vergisst so oft. Der Sohn macht was, was ich nicht will und jetzt reagiere ich, ich nehme es persönlich, anstatt einfach nur zu segnen. Und wirklich Liebe zu lehren, in diese Verbindung zu gehen. Durch den Segen erkenne ich, wie diese Einssein, diese Verbindung. Und ich gebe und ich empfange im gleichen Augenblick. Und so einfach ist es. Die Wahrheit ist nicht schwer, ist nicht kompliziert, es ist ganz einfach. Das Problem ist nur, dass ich vergesse so leicht, dass ich mich entscheide zu vergessen, weil es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Es ist mir ein anderer Gedanke. Der erste Gedanke, der in meinen Geist kommt, ist immer das Ego. Das Ego bietet mir immer eine Lösung, die auf Verteidigung oder auf Gegenangriff beruht. Wenn der am Telefon mit mir da sich lauter ausdrückt oder da hineinschreit in das Telefon, dann habe ich ja das Recht, das Gleiche zu tun. Anstatt für einen Moment zurückzutreten. Und ich weiß, dass das nur durch die Gnade Gottes geschehen ist. Weil für einen Moment habe ich mir gedacht, wow, ich könnte jetzt auch, na, du gehst jetzt in den stillen Geist. Es geht nicht um Auge, Zahn um Zahn. Es geht um Vergebung hier. Es geht um das Lehren der Liebe
Lehre nur Liebe, habe ich mich in dem Moment erinnert. Sehe, dass der, der da laut spricht am Telefon oder der da hineinschreit, nur, dass es nur ein Ruf nach Liebe ist. Wenn ich erkenne, dass es ein Ruf nach Liebe ist, ja, wie könnte ich ihm die Liebe, ihm und mir selber vorenthalten? Das ist, was Klarheit ist. Klarheit ist, wenn sie vom Heiligen Geist kommt, alles ist ein Ausdruck von Liebe. Diese Mozartkugeln sind ein Ausdruck von Liebe. Und der Rest ist alles ein Ruf nach Liebe. Und so hat es Jesus einfach in die, die ihm scheinbar gekreuzigt haben, einfach in ihre Augen geschaut und hat nur gesehen, die alle rufen nach Liebe. Weil was? Sie kreuzigen sich selber. Und einer, der dann mit ihm oben gehangen ist, dann einer, der hat zu dem hat er gesagt, und du willst noch heute mit mir in den Himmel sein. Weil der bereit war, seine Wahrnehmung von der Situation zu verändern. Deshalb hat es Jesus erkannt. Der hat für einen Moment erkannt, wer Jesus wirklich ist und hat sich damals selber erkannt. Und deshalb hat Jesus zu ihm gesagt, noch heute, mein Lieber, wirst du mit mir im Himmel sein. Nicht durch den Tod, nein, durch die Auferstehung, durch das Erkennen der Wahrheit. Und ich war dann am Telefon und habe gewusst in dem Moment, noch heute, mein lieber Bruder, wirst du mit mir im Himmel sein. Das Wunder hat sich entwickelt und es war eine Entspannung und es war Ausdruck von Liebe und Wertschätzung da und Respekt. Das heißt, alles hat sich, das ganze Panorama, die ganze Situation völlig verändert. Und deshalb bittet uns Jesus, wirklich in dieser Wundergesinntheit zu bleiben. Dich nicht verwirren zu lassen durch die Wahrnehmung, sondern zu sehen, es gibt eine wahre Wahrnehmung, es gibt eine geläuterte Wahrnehmung. Es gibt wirklich dieses Wunder als Ausdruck der Liebe. Und deshalb sind wir hier. Und deshalb ist das ist das Kapitel 6, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Halleluja! Ist das nicht cool? Das ist doch das Coolste, was es überhaupt gibt. Das ist doch das einzig Wahre, das uns befreit. Da braucht man es doch nicht. Hoffentlich weiß niemand, dass ich den Kurs mache und dass ich ein Wunder vertraue. Das mache ich ganz im Geheimen zu Hause. So habe ich auch gedacht, das ist mein Geist. Das mache ich, das soll niemand wissen. Ich habe ein Doppelleben. Und dann irgendwann kommt man wirklich, es ist ganz anders, wie man denkt. Und irgendwann kommt man in diese totale Freude und in diese totale Gewissheit. Und dann kann man wirklich für das aufstehen. Das muss man nicht mit Worten machen. Ich habe denn keine Litanei am Telefon erzählt von irgendwas. Aber es war offensichtlich, dass da was passiert ist, was ein Ausdruck von totaler Liebe und Wertschätzung ist. Und wo mir dann beendet das Telefon zum Schluss, also das Telefongespräch war einfach totale Dankbarkeit da. Und das ist ein Wunder. Es passiert durch die Gnade Gottes. Es passiert nur durch die Bereitwilligkeit für einen Moment. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, könnte man sagen. Das hat Jesus sehr, sehr oft gesagt. Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Kann passieren hier, was will. Aber meinen Geist befehle ich in deine Hände. Das klingt aber sehr religiös. Hat mir jemand vor kurzem geschrieben. Nach einer Session, das klingt aber sehr religiös, von was du da sprichst. Bist du ein Pfarrer? Nein, ich bin ein Seelenheiler. Ich lasse meine eigene Seele heilen. Eieiei. Ach, welche Freude einfach da ist. Und ich glaube, der Peter ist gekommen bis zum Absatz 14. Und ich möchte aber noch einmal zurückgehen zum 11. Absatz. Also da sagt Jesus im 11. Absatz, ist die Seite 94 des Kurses, wir sind ja im Textbuch. Ariana, alles klar? Alles klar im Himmel?
Ah, Silke, ja, Dorothea, Christiane, ja, alle im Himmel, Christ, Larissa auch, ja. Gerd Silvia. aufwachen. Gerd. Und der Gerd, der schlaft schon. Ah, jetzt nehme ich aber jetzt persönlich. Ich glaube, da müssten wir so ein richtiges bayerisches Lied spielen, dann würde er aufwachen. Den Schlaf der So Gerechten. Schunkelmusik oder Schuchplattlermusik, sagt man in Österreich, für die Schuhplattler. Der Goethe hat schon zu viel die Stimme Gottes gehört, die macht ihn müde. Anne Rauch, alles klar, Rosali, Rosalie, Hartmut, Sandra, Heidrun, Trude, Carola, danke, danke, danke. Und weiter geht's bis Andrea, Nesse, Brigitte, Hanna, Marie. Danke, ihr Lieben. Ja, wir sind im berühmten Sechserkapitel. Ich liebe es einfach, dieses Sechserkapitel, weil Jesus einfach sehr auch auf die Bibel eingeht. Und das hat mich immer, irgendwo hat mich das immer beschäftigt. Irgendwo haben wir gedacht, okay, ich habe immer gewusst, schon als Jugendlicher, diese Bibel, die hat irgendwas Tiefes, die löst irgendwas Tiefes in mir aus, eine Erinnerung, eine Sehnsucht nach Gott. Ich habe gewusst, die haben mir gedacht, manchmal, das kann nicht richtig interpretiert sein. Das hat scheinbar ein menschlicher Geist niedergeschrieben, der noch auch seine Probleme in der wahren Wahrnehmung gehabt hat, der nicht immer wahr wahrgenommen hat. Aber irgendwo ist dort Tiefe und eine Sehnsucht nach Hause, die es ausgelöst hat. Ich habe mir immer gedacht, das ist ein heiliges Buch. Für mich war es damals irgendwo, habe ich gewusst, das Alte Testament, das hat mich nie so interessiert. Aber in dem Neuen Testament, die Lehren von Jesus, die sind nicht anders als die Lehren von Jesus in dem Kurs. Und wenn die Apostel in ihrer Wahrnehmung noch gewisse Fehler wahrgenommen haben, dann korrigiert Jesus im Kurs. Auf ganz liebevolle Art und Weise, ohne jemanden anzugreifen. Und das ist auch, was wir lernen, nicht anzugreifen. Wir brauchen die Wahrheit nicht verteidigen. Wir können einfach in die Richtung der Wahrheit gehen. Die Wahrheit braucht keine Verteidigung. Wir brauchen nicht den Bruder korrigieren, sondern wir können es vorleben und das Ganze teilen, diese Erfahrung der Wahrheit teilen. Okay, jetzt geht's an. Habt ihr schon alle Abend gegessen? Habt ihr euch gut vorbereitet? Wir werden heute bis 3 Uhr in der Früh machen. Ist das okay? Schauen, wer das Durchhaltevermögen hat. Der Gerd hat es nicht mehr, glaube ich. Wo ist er denn, der Gerd? Ist er schon ausgestiegen? Ah, nein, nein, der schläft in Ruhe. Er kriegt es auch mit alles. Hey, das ist nur ein Bild. Ein schönes Bild, ein freudiges Bild. Ja. Du wirst nicht verfolgt, sagt Jesus, also Absatz 11 vom Sechser, auf Seite 94 des Textbuches. Du wirst nicht verfolgt. Jetzt ist der Gerd gerade aufgewacht. Hast du gesehen? Ja. Guck mal. Ach, ist doch kein Schlaf, Kindlein, schlaf, dein Vater hüt die Schaf, die Mutter ist im Pommerland. Okay, du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde, sagt Jesus. Wir werden nicht verfolgt. Wenn jemand, der am Telefon was sagt, was mir nicht gefällt, oder die Lautstärke nicht, ich werde nicht verfolgt. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Das ist eine unglaubliche Aussage. Das ist ein Satz. Da könnte man ein ganzes Teaching draus machen. Da kann man 3 Stunden über das reden. Du wirst nicht verfolgt, ebenso wenig wie ich es wurde. Es wird nicht von dir verlangt, meine Erfahrungen zu wiederholen, weil der Heilige Geist, den wir miteinander teilen, dies überflüssig macht. Und das ist ja der Sinn und Zweck, ne? Dass wir nicht den gleichen langen Weg und jetzt auch wieder in die Kreuzigung und ans Kreuz schlagen lassen und, und. Sondern es geht schneller. Es wird überflüssig gemacht. Um konstruktiven Nutzen aus meinen Erfahrungen zu ziehen, musst du dir allerdings ein Beispiel daran nehmen, wie ich sie wahrgenommen habe. Meine Brüder und die Deinen sind ständig damit beschäftigt, zu rechtfertigen, was sich nicht rechtfertigen lässt. Was rechtfertigt man normalerweise?
Mein Selbstbild. Gedanken, oder? Mein Selbstbild, ne? Rechtfertigtes Selbstbild. Ich bin ja so arm. Ich bin ja so gütig und so unschuldig, aber die Welt ist so schlimm. Das ist ja Selbstbild. Oder warum ich es so doof gedacht hätte. Ja. So zum Beispiel. Das ist ein Selbstbild. Ich bin da in der Schweiz. Wo bist du da genau? In Basel? Ja, in der Nähe. 10 Kilometer weg davon. Warum bin ich in Basel und nicht in Zürich, wo die ganzen Nummernkonten sind in den Banken? Und warum bin ich nicht auf den Bahamas? Dann würde ich ein solches Nummernkonto da ausräumen und dann wäre ich auf den Bahamas, dann wäre ich schon schnell dahin vom Flughafen. In Zürich, Kloten. Nein, du wirst nicht verfolgt, Silvia. Mach dir keine Angst. Du bist genau an dem Platz, wo du hingehörst. In der Nähe von Basel, genau. Meine Brüder sind die ständig damit beschäftigt, zu rechtfertigen, was sich nicht rechtfertigen lässt. Die Wahrnehmung. Was mache ich als Mensch? Ständig meine Wahrnehmung rechtfertigen. So sollten die Dinge sein. So gehören sie gemacht. Das, was der gesagt hat, das ist aber gut. Was der gesagt hat, das ist aber wirklich ein Blödsinn. Der hat überhaupt keinen, der versteht gar nichts. Was mache ich denn ständig? Meine Wahrnehmung rechtfertigen. Die sich nicht rechtfertigen lässt, mein Jesus. Was war Jesus? Er hat seine Wahrnehmung sich selber nicht abgekauft. Er hat gewusst, er ist zu Hause in Gott. Er braucht nicht sich verteidigen. Verteidigen muss ich mich ja immer, weil ich aufgrund meiner Wahrnehmung. Ich nehme mich schwach wahr. Ich nehme mich als jemanden wahr, der leicht angegriffen werden kann. Ich nehme mich als Körper wahr. Das ist ja die Grundidee der Welt, ist, ich bin ein Körper. Und ich bin total davon überzeugt, weil ich nehme mich als Körper wahr. Ich nehme mich als begrenztes Wesen wahr. Und das ganze Erwachen fängt damit an, dass ich einmal sage, was ist, wenn ich kein Körper bin? Was ist, wenn ich nicht schwach bin? Was wäre, wenn ich wirklich erkenne, dass ich jetzt im Geiste Gottes bin. Vollkommen rein. Dass mich überhaupt hier nichts angreifen kann. Was wäre, wenn ich vollkommen sicher bin? Warum muss ich mich verteidigen? Weil ich mich unsicher fühle. Ich fühle mich unsicher. Weil in dem Moment, wo ich mich unsicher fühle, in dem Moment, wo ich es persönlich nehme, fühle ich mich unsicher. Ich fühle mich schwach, ich fühle mich angegriffen und dann lehre ich Angst, dann lehre ich Angriff anstatt Liebe. Und Jesus, was uns wirklich lehrt, in dem ganzen Kapitel 6 ist, lehre Liebe, lehre nicht Angriff. Kreuzigung ist, was Angriff ist. Mich verfolgt, ich fühle mich verfolgt, ist, was Angriff ist. Ich fühle mich angegriffen. Meine einzige Lektion, sagt er, die ich lernen muss, wie ich sie lernte, ist keine Wahrnehmung, die nicht im Einklang mit dem Urteil des Heiligen Geistes steht, lässt sich rechtfertigen. Eben, das sagt rechtfertigen. Was ist die Wahrnehmung des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist würde sagen, nimm es nicht persönlich. Du bist nicht angegriffen in dem Moment. Es ist nur ein Ruf nach Liebe. Ich habe es unternommen zu zeigen, dass dies in einem Extremfall, sagt er, zutraf. Nur darum, weil es eine gute Lernhilfe für die sein könnte, die nicht in solchen extremen Versuchungen geraten würden, dem Ärger und dem Angriff nachzugeben. Ich will mit Gott, dass keiner seiner Söhne leiden soll. Das ist so die Funktion, deshalb sind wir im Kurs. Ich will mit Gott, ich lehre, wie ich mit Gott kann, damit ich nicht mehr leiden muss. Super. Ist das nicht attraktiv? Ist das nicht besser als jede Werbeansage im Fernsehen? Ist Jesus nicht ein großer Motivator? Hat ein tolles Werbeplakat, der sagt, lerne, wie du mit Gott kannst oder willst, damit du nicht mehr leiden musst. Die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, sagt er, weil sie das Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinanderteilens, weil das Wiederwachen jedes Sohnes Gottes notwendig ist,
damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Nur das ist Erkenntnis. Was ist Kreuzigung? Kreuzigung ist Kreuzigung, solange ich Kreuzigung lehre, lehre ich mich Angst. Habe ich Angst vor Gott. Und Angst lässt sich nicht teilen. Angst ist genau das Gegenteil. Angst ist diese Idee, ich bin hier alleine, auf mich gestellt. Und niemand hilft mir hier. Ich muss hier irgendwo zurechtkommen in diesem Leben. Ich armer Mensch. Gott hat auf mich vergessen. Das lasse ich nicht teilen. Das ist was Kreuzung. Ich kreuzige mich selber mit diesen falschen Ideen. Ich muss jetzt selber irgendwie zurechtkommen. Ich muss mein Leben doch auf die Reihe bekommen. Ich muss doch irgendwo Sinn in dem Ganzen finden. Ich muss mich dafür wappnen. Sagt man wappnen. Ich muss mich dafür vorbereiten für dieses Leben auf dieser Welt, weil ich bin ja der Gute, aber das ist der schlechte Welt draußen, die mich ständig verfolgt und mich ständig bestrafen will. Das lässt sich nicht teilen, weil der Wahnsinn lässt sich nicht teilen, der Wahnsinn kommuniziert nicht. Es ist ja völlig, ich lebe völlig da mit dieser Blase meines eigenen Geistes und wie sagt Jesus zu dieser Blase? Ego. Ich bin in einer Blase. Was kommen jetzt? Kommen die Lektionen und die lassen diese Blase zerplatzen. Die führen mich wieder zurück in die Lektionen der Auferstehung. Wie geht es uns zeitlich? Na ja, geht noch. Bis 3 in der Früh haben wir Zeit. Wenn ich sage bis 3 in der Früh, klingt das nicht nach Angriff, bitte, sondern nach einer Lektion der Liebe. Richtig liebevoll. Es ist doch schon 3. Hast du es noch nicht gemerkt? Richtig liebevoll, wir sind erst nach 11. Dann sind wir richtig aufgeräumt. Die Botschaft der Kreuzung ist vollkommen klar. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Was heißt für dich jetzt ganz konkret, in einer ganz konkreten Situation nur Liebe zu lehren? Das heißt, so zu sein, wie ich bin. Was heißt das? Du machst eine Steuererklärung. Und du bist dann nicht sicher, solltest du diese Einnahmen angeben oder nicht. Was wäre jetzt Liebe zu lehren in dieser Situation? Naja, da wird die Ehrlichkeit schon besser sein. Ja. Ehrlich zu sein ist Liebe. Habe ich so gelernt von meinem Vater. Mein Vater war grundehrlich. Das ist was. Es ist wirklich, diese ganzen Attribute des Lehrer Gottes im Handbuch für Lehrer, das ist, was Liebe lehren ist. Ehrlichkeit. Im Staat das zu geben, was ihm gebührt. Genau. Oder du steigst in den Bus ein. Ich bin jetzt einmal in den Bus eingestiegen und habe mir, oder in der Straßenbahn in Innsbruck, glaube ich, war das nochmal. Soll ich jetzt ein Ticket kaufen oder keines kaufen? Für einen Moment habe ich gezweifelt in meinem Geist. Was ist jetzt Liebe lehren? Ehrlich zu sein. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Also Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Was ist Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist Ehrlichkeit und Liebe lehre ich. Wenn ich das, was ich denke, das, was ich sage und das, was ich tue, im Einklang ist. Das ist Liebe lehren. Liebe lehren ist nicht, ich bin mit jemandem, mit einem guten Freund und ich schmiere ihm Honig um den Mund und sage nur das Schönste zu ihm, aber ich denke ganz was anderes von ihm. In meinen Gedanken, in meinen Urteilen. Es ist nicht Liebe lehren. Liebe ist konsequent. Gott ist ein Spießer, sagt man.
Das ist, was Liebe lernen ist. Total aufrichtig, total authentisch zu sein. Dass das Denken und das, was ich spreche und was ich handle, im Einklang ist. Ich bin dann nicht mehr da, People-Pleaser zu sein, also den Leuten zu gefallen, sondern ich bin da, ehrlich zu sein. Ich will Liebe lernen, ich will Auferstehung lernen. Wir könnten jetzt tausende Situationen durchsprechen. Ich habe einmal die Mühe gemacht, einmal für ein Seminar, das war ein Retreat, ein längeres, einmal alle Situationen mir anzuschauen, in denen ich eingeladen werde, Liebe zu lernen. Geduld ist Liebe zu lernen. Wenn du vor dir jemanden siehst und der schmeißt ein Papierchen auf den Boden, was ist dann Liebe lernen? Einfach aufheben und fertig. Ja, ich heb's auf und gebe es in den nächsten Papierkorb. Das ist, was Liebe lernen ist. Was ist Angst lernen? Ich würde ihm sagen, du liegst falsch. Was du jetzt gemacht hast, das ist was ganz was Schlimmes. Du hast jetzt ein Papierchen auf den Boden geschmissen. Denn Liebe zu lernen, ist den Fehler selber zu korrigieren. Ja, manchmal ist er aber auch froh, dass ich ihm das Papierchen, das aus seiner Tasche fiel, wiedergebe, weil es war ein Einkaufszettel und er hätte nur die Hälfte gebracht, wenn er nicht den Zettel gehabt hätte. Ich meine, das war 1000 Frankenschein. Du sprichst von dem Papierchen. Ich hab mal als Kind 600 Hunderte-Scheine so eng aneinander vor einer. Es hat geregnet, da steckte das so in der Dohle drin. Und es zerreicht das. Und dann mit meinen Geschwistern, dann habe ich das genommen. Da kommt eine Frau und sagt, ja, das muss man der Polizei abgeben. Komm, gib mir das. Ich sage, nee, wir machen das selbst zur Polizei. Und später ist dann der Polizist nach Hause gekommen und hat gesagt, oh, das war einer, der hatte Lohngelder gestohlen. Und da hat er Angst gekriegt und da hat er alles verteilt. Aber was wäre Liebe lernen in dieser Situation? Du bringst zur Polizei, steckst mir nicht selber ein. Ja, klar, als Kind habe ich das getan. Wir lernen Liebe. Es gibt so viele, also Geduld ist Liebe, geduldig zu sein, ehrlich zu sein. Auch heute würde ich es tun wieder. Tolerant zu sein, ist Liebe lernen. Die ganzen Eigenschaften des Lehrer Gottes, das ist ja ein Handbuch für Lehrer, ein Handbuch, wo wir angeleitet werden und uns ganz klar gemacht wird, was es heißt, Liebe zu lehren, tolerant zu sein. Großzügig zu sein, freudig zu sein, Vertrauen zu haben. Vertraue ich wirklich in meinen Bruder? Es ist so einfach zu sagen, weißt du, ich vertraue in Gott. Das steht in Amerika groß auf den Geldscheinen. We trust in God. Aber vertraue ich wirklich in meinen Bruder? Vertraue ich wirklich in meinen Bruder in diesen Situationen? Dass ich ihm wirklich vollkommen frei in dem Vertrauen, dass er in den Händen Gottes ist und dass immer für ihn gesorgt ist. Das ist, was Liebe lehren ist. Liebe lehren, wenn eine Mutter ist mit ihren Kindern und denen vertraut, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Angst lernen wäre, wenn sie sagt, nein, mach das nicht und mach das nicht und da ist es gefährlich und das sollst du auch nicht tun. Das ist auch schlecht für dich. Und wir werden eingeladen, Liebe zu lernen, Auferstehen zu lernen. Ich vertraue vollkommen in dich und in deine Erfahrungen, dass du genauso wie ich vom Heiligen Geist nach Hause geführt wirst. Es ist wirklich wichtig, hinzuschauen, in jede Situation sich bewusst zu machen, was lehre ich denn in der Situation? Angst ist, was Kreuzigung ist, Liebe ist, was Auferstehung ist. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Also ich merke manchmal, wie ich so eine Besserwisserin bin,
manchmal meine ich, jemand muss etwas so und so tun. Und das merke ich dann, habe ich jetzt heute gemerkt, das ist nicht gesund. Das ist so beurteilen, etwas so. Dann dachte ich, oh, ich werde so langsam alt. Halt, die Jungen machen etwas halt anders heute. Und da muss ich sie freilassen. Ich darf das nicht, meine Schablone auf sie drücken. Ja, es ist eine Form von Kontrolle. Kontrolle ist immer, was Selbstkreuzigung ist. Ich lehre Angst. Ich lehre Kreuzigung. Vertrauen ist immer, was Auferstehung ist. Und da gibt es so viele Beispiele dazu. Aber es ist wichtig, sich das anzuschauen, ganz bewusst zu werden. Jesus gibt uns eine Ausbildung als Wunderwirkende, wo wir das Grundgerüst erhalten, um hinzuschauen, was lehre ich denn in dieser Situation? Lehre ich Auferstehung? Lehre ich nur Liebe, weil ich nur Liebe bin? Oder vergesse ich es und lehre Angst und mehre die Angst? Und deshalb denke ich mir, wenn es manchmal Leute kommen zu mir und sagen, ja, es gibt diese Channelings von dem und dem und das habe ich gehört und das soll so gut. Jesus, wenn es wirklich von Jesus kommt, würde nie die Angst in uns vermehren. Was heißt Angst zu vermehren? Über die Zukunft sprechen, was jetzt Schlimmes kommen wird. Das ist doch nicht das Leben, das ist doch nicht die Lehre von Jesus. Jesus würde dir nur eines lehren, du bist in Gott und du bist immer sicher. Und du bist immer Liebe und du bist nichts anderes. Da sieht man einfach, wenn dann in diese Ego, es wird Angst gemacht mit irgendwas. Das ist nicht Liebe lehren, das ist nicht Auferstehung lehren. Die Botschaft der Kreuzung ist vollkommen klar, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Wenn du die Kreuzigung auf irgendeine andere Weise deutest, benutzt du sie als Angriffswaffe statt als Friedensaufruf, für den sie gedacht war. Die Apostel haben sie oft missverstanden und wir genauso. Wir verstehen Jesus mit. Es ist ein Missverständnis, wenn wir nicht Auferstehung lehren, nicht Liebe lehren. Ihre eigene unvollkommene Liebe machte sie für die Projektion anfällig. Und als sie aus ihren eigenen Angst heraus sprachen, sie vom Zorn Gottes als seiner Waffe der Vergeltung. Auch konnten sie von der Kreuzung nicht völlig ohne Ärger reden, weil sie das Gefühl der Schuld sie ärgerlich gemacht hat. Sie sind ärgerlich geworden. Und ärgerlich bin ich immer, weil ich mich angegriffen fühle, verfolgt fühle, ungerecht behandelt fühle. Immer wenn ich ärgerlich bin, lehre ich Angst, lehre ich Angriff, lehre ich Kreuzigung. Jesus ist ruhig geblieben. Er hat gesagt, seid ruhig, meine Apostel, entspannt euch bitte. Es passiert hier nichts. Mir geht's gut, mir geht's blendend. Es ist ja so interessant, mir geht's blendend, ich geht's super. Nur sie haben nur gedacht, sie können verlieren. Sie würden ihren Helden, Jesus, den Erlöser der Welt, verlieren, weil sie eben an ihre Wahrnehmung von Körpern geglaubt haben. Aber Jesus hat einfach gesagt, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen, entspannt euch bitte. Legt euch an den Strand. Darf ich mal was sagen? Entspannt euch und lasst euch massieren. Mir geht's gut, macht ihr keine Sorgen. Ja, bitte. Mit Putin, mir kommt gerade diese Putin ins Gedächtnis. Es ist jetzt im Umlauf die Angstmacherei, Angst vor Krieg. Ich empfinde das jetzt als Chance, dass ich in meinem Geist aufräumen kann mit dem, wie ich eine Person deute oder sehe oder wie ich urteile. Da ist für mich jetzt ein bisschen Graben.
ich habe natürlich dann, als wenn ich als jemand auftrete, der darauf hinweist, dass hier etwas ist, was vielleicht der Korrektur bedarf, dann muss ich als Lehrer darauf hinweisen und eben sagen, wie man es, also nicht die Lösung hinterm Berg halte, sondern nur eine, nur Angst schüre und dann keine Lösung dafür parat halte, dann bin ich im Ego, so denke ich. Aber wenn ich sehe, dass Angst geschürt wird von vielleicht von den Medien, dann fühle ich mich schon aufgerufen, das zu berichtigen und zu sagen, habt keine Angst davor, sondern ihr könnt es lösen, und zwar in eurem Geist. Ihr könnt es lösen in euren Gedanken. Ihr könnt euch davon befreien. Ihr könnt frei werden, nur wenn ihr es nicht mehr denkt. Wenn ihr aufhört, die Leuten zu beurteilen, was jetzt gerade passiert oder wie, ach, der hat jetzt das gemacht oder der macht das. Nein, der macht das nicht. Das macht alles mein Kopf oder beziehungsweise meine Deutung. Und damit höre ich auf und trainiere mal das, die Nachrichten so, dass ich sage, ich will jetzt mal die Nachrichten nicht mehr als letztendlich schrecklich sehen und mal beginnen damit, hier etwas zu tun. Etwas wirklich zu tun, was mir hilft und was der Welt hilft. Ja, super, ja. Ich vertraue ja total in dich, weil du total vom Heiligen Geist geführt bist. Ja. Ist genau deine Funktion, ist genauso, wie es sich für dich zeigt. Ja. Und danke, dass du das mit uns teilst. Bitte, bitte, gern. Ich habe noch eine Dings, also Vertrauen. Irgendwann kam mir mal ins Gedächtnis, Vertrauen müsste ich aufbauen in meinen Bruder. Also mein Bruder ist sündenlos wie ich, ja, und somit auch trägt keine Schuld. So. Ich war mit meinem Auto unterwegs und dann musste ich mein Auto eben abstellen und das war halt in einer Gegend, die, naja, da sind halt mehrere auch, die man, wo man sagen könnte, die nehmen sich gern was, was ihnen nicht gehört. So. Und da habe ich dann mein Auto abgestellt und habe einen Schlüssel stecken lassen. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Und der Satz oder das, was dann war, wenn dieses Auto weg ist, dann musste es so sein. Dann war es so. Dann kommt wieder irgendwas anderes. Und das sind so die kleinen Dinge, die man... und den man vielleicht ausprobieren kann, ob man seinem seinem Bruder vertraut, auch den man jetzt nicht sieht. Solche kleinen Sachen oder die, was habe ich, Handys verloren? Die sind mir alle wiedergebracht worden von irgendwem, weil ich da eigentlich keine, ja, das, naja, das nehme ich halt als Übung. Das sind Übungen. Ja, das sind alles Lektionen, ja. Gut, jetzt höre ich auf. Mach du weiter. Nice, wir sind, danke.
Wäre nur Liebe, weil du nur Liebe bist, so wie du gesagt hast. Ja, danke, danke, danke für dein Teilen und für euer Dasein. Es wird uns in jedem Moment eine Möglichkeit geboten, uns anders zu entscheiden, die Stimme Gottes zu hören und in unserem ruhigen Geist zu verweilen. Danke, Jesus, dass du uns so viel Zeit einsparst. Wir haben uns heute wieder tausende von Jahren eingespart. Das sind nicht nur leere Worte. Es ist so, was ich so spüre einfach, dass wir uns wirklich tausende von Jahren einsparen. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar. Und danke, 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 dass du so vertraust und so geduldig bist. So liebevoll bist. Und jetzt werde ich die Aufzeichnung stoppen. Wo haben wir die? Da haben wir sie.